Buongiorno. Ja, heute melde ich mich mal per Video. Das ist das erste Video, was ich in dieser Form mache. Ich hatte das schon lange vor, weil man da einfach viel mehr mitteilen kann, als immer nur schreiben und posten. Fällt mir ein bisschen schwer. Haltet mir die Daumen, dass das jetzt alles gut geht, weil das erste Mal ist immer schwierig. Und ich gehöre zu den Leuten, die sich schlecht in Filmen angucken können. Also ich weiß noch gar nicht, ob ich es posten kann. Ja, ich möchte, ich bin momentan in der Toskana in Urlaub und hier ist so eine wunderschöne Atmosphäre, die passt auch ganz hervorragend zu dieser Zeit. Wie ihr wisst, sind die Energien gerade seit gestern wieder enorm gestiegen. Wir haben also starke Frequenzen, die auf uns einwirken. Und das Schöne ist, das passt natürlich wieder hervorragend zu den Portaltagen, die jetzt anstehen. Heute ist der erste von 10 Portaltagen. Und wie ihr wisst, ist das echt was Besonderes. Letztes Jahr gab es das auch schon mal, ja. Aber ich finde, sie dieses Jahr werden sie noch intensiver sein. Das spüre ich und das sagt mir auch Simitra. Simitra ist mein höheres Selbst. Und Simitra hat mir auch für heute eine kleine Übung gesagt, die ich euch mitgeben kann. Das mache ich gleich zum Schluss. Ich möchte zur Erklärung für die, die sich noch nicht so auskennen, zu den Portaltagen nochmal was sagen. Also Portaltage sind laut dem Maya-Kalender, werden die berechnet. Und das sind Tage, in denen, man sagt immer so schöner Schleier zur Anderswelt, zu den anderen Dimensionen, zum Jenseits, dünner sind oder sogar ein bisschen zur Seite geschoben sind. Das heißt, die Energien erreichen uns halt stärker und die Verbindung und der Kontakt ist besser gegeben als sonst. Besonders sensible Menschen spüren das auch sehr stark. Aber es ist, betrifft wirklich nicht für jeden. Dinge hochkommen, die vielleicht noch bereinigt gehören. Ja? Ich empfehle halt in dieser Zeit, jetzt im Besonderen, sich viel mit sich selbst zu beschäftigen. Denn der Weg nach innen ist der Weg nach oben. Also alles Wissen ist eigentlich in uns. Und im Moment, in den nächsten Tagen, ist dieses Wissen verstärkt zu erhalten, sagen wir es mal so. Also ich empfehle, nutzt diese Zeit, macht Meditationen, braucht ihr irgendwie Hilfe, braucht ihr irgendwie Heilung, weil ihr irgendeine Krankheit habt, nutzt diese Zeit, jetzt gelingt das ganz besonders. Achtet auf eure Träume, bei vielen geht das halt auch über die Intuition und über Träume, wo sie Mitteilungen bekommen. Es ist also wirklich eine ganz wertvolle Zeit, die ihr wirklich nutzen solltet. Und jetzt würde ich gerne, ich würde vorschlagen, damit es so schön entspannt zugeht, weil dann geht es am besten, dass ihr jetzt die Augen schließt, ja, dass wir das jetzt zusammen machen. Und einfach nur auf meine Stimme lauscht und dieser folgt. Okay? Also schließen wir die Augen. Und jetzt atmen wir schön tief ein und aus. Wir können das gerne über die Nase machen, den Mund zulassen, nicht wie sonst. Einfach nur schön ein bisschen auf die Atmung achten. Tief einsaugen. Und aus. Wir lassen alle Sorgen hinter uns. Und fühlen uns gut. Und nun stellen wir uns einige Fragen. Die erste Frage ist, sind wir im richtigen Umfeld? Richtigen Menschen zusammen. Dann frage dich, bin ich auf dem richtigen Weg? Gibt es etwas, was jetzt zur Transformation ansteht? Versuche jetzt tief in dich hineinzukommen. Achte, ob dir Bilder geschickt werden oder ob du über die Gedanken etwas erhältst. Es geht darum,
was muss noch in meinem Leben Veränderung erfahren, um spirituell zu wachsen? Was muss ich noch erkennen? Was braucht meine Aufmerksamkeit? Ich hoffe, dass es bei den meisten geklappt hat. Ihr könnt das gerne wiederholen, wenn es jetzt nicht sofort funktioniert hat. Ich sehe da meistens immer Bilder. Manche hören dann auch etwas oder haben sofort was im Kopf. Und das sind genau die Dinge, die im Moment, in den nächsten Tagen, von Wichtigkeit sind. Denn das sind die Sachen, an denen du arbeiten kannst und auch sollst. Ich hoffe, es hat geklappt. Ansonsten, wie gesagt, wiederholt es. Und fürs erste Mal würde ich sagen, Namaste, oder wir sind ja jetzt hier in der Toskana, Arrivederci. Okay, noch besser wäre Ciao, weil Ciao sagen Italiener zu ihren Freunden. Ciao.